Hallo, Servus und willkommen im Kanal. Willkommen zu einer neuen Trailrunning-Tour. Es geht heute an der Mangfall entlang. Ich starte kurz nach Weihern unterhalb der Autobahn Mangfallbrücke. Geht es Mangfall abwärts Richtung Andalmühl auf der Höhe von Hohendilching. Und dann auf der anderen Seite der Mangfall wieder zurück vorbei an der Fentenschanze, einem keltischen Oppidum. Mal schauen, was davon noch übrig ist. Wenn das Video gefällt, freue ich mich über einen Gefällt mir. Gerne auch den Kanal abonnieren. Glocke klicken nicht vergessen, dann verpasst man garantiert kein neues Video. Und jetzt viel Spaß bei der Tour. Also das erste Stück war jetzt erwartungsgemäß ziemlich schattig. Freue ich mich jetzt wirklich über die Sonne zum Aufwärmen. Spiegel glatt hier. Könnte man Schlittschuh laufen. So, ich bin jetzt in Valais angekommen. Ich könnte jetzt zu touristischen Zwecken den Schlossberg hochlaufen zum Schlossvalais. Ist aber, glaube ich, trailrunning-technisch nicht so interessant. Das ist einfach eine Teerstraße. Deswegen bleibe ich hier unten an der Mangfall. Es geht weiter flussabwärts, ist aber jetzt nicht mehr weit bis zum Wendepunkt. Damit bin ich am Wendepunkt der heutigen Trailrunning-Tour angekommen, kurz nach der Andalmühle. Ab jetzt geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ich überquere jetzt gerade die Mangfall. Die Route folgt jetzt erstmal direkt dem Flusslauf, geht dann aber ein bisschen weg vom Flusslauf in Richtung Fentbach-Schanze, dem keltischen Oppidum, beziehungsweise zu dem, was davon noch übrig ist. Mutmaßlich nämlich gar nichts mehr, außer ein paar Erhebungen in der Landschaft vielleicht.
So, keltisches Oppidum, ich komme. Diesen Hang da, den geht's jetzt gleich hoch. Als ich da unten am Hang stand, habe ich mir gedacht, du liebes Bisschen, da muss ich jetzt hoch. Ist aber bei weitem nicht so schlimm, wie es von unten ausgesehen hat. Man ist ja auf dem Forstweg unterwegs und der geht so leicht ansteigend den Hang hoch, also alles halb so wild. Jetzt bin ich dann gleich oben beim keltischen Oppidum und dann ist Zeit für Brotzeit. Blick auf keltisches Oppidum. Blick auf Brotzeitbankerl. Nach dieser kleinen Stärkung geht es jetzt weiter nach Fendbach, das liegt direkt da unten. Das ist mutmaßlich der höchstgelegene Maibaum im Landkreis Miesbach, der höchstgelegene Maibaum Deutschlands, der ist auf dem Zugspitzplatz. Die Sonne geht langsam unter und die Tour geht auch langsam ihrem Ende entgegen. Ich darf mich schon verabschieden an der Stelle. Ich hoffe, die Tour hat gefallen. Ich freue mich immer über ein Gefällt mir. Gerne auch den Kanal abonnieren. Glocke klicken nicht vergessen, dann verpasst man garantiert kein neues Video. Danke fürs Zusehen. Servus, bis zum nächsten Mal. So, jetzt kommt noch das große Finale. Es geht den Mangfallhang wieder runter zum Ausgangspunkt. Wenn man da so den Steilhang vor sich sieht, fragt man sich ja schon, und wie bitteschön kommt man jetzt da runter? Aber es gibt so eine kleine Furche und in der Furche geht der Pfad. Insofern kommt man da gut runter. Steil ist es natürlich trotzdem.
Bei so einer Rundtour ist natürlich immer die Frage, wie rum läuft man denn die am besten? Ich glaube, ich habe es ganz gut erwischt, auf der Westseite hin und auf der Ostseite zurück. Denn so hat man dann nachmittags die Nachmittags- und Abendsonne. Und ganz ehrlich, den Steilhang hier möchte ich auch nicht als erstes in der Früh hochlaufen müssen. Da ist es sehr viel angenehmer, erstmal in der Früh an der Mangfall entlang zu laufen.